Hallo? Gut. Geht los? Ja. Hallo, ich bin's, Henning Bröhmann, der Hauptkommissar aus dem Vogelsberg, und ich ermittle wieder. Nach Toter geht's nicht heißt es nun, der Tod macht Schule. Und diesmal geht es richtig zur Sache. Eine Schuldirektorin wird mit dem Tode bedroht, ja. Und nicht nur bedroht. Also ich sag nur, der Vogelsberg, die Bronx von Oberhessen. Die Ermittlungen und überhaupt auch alles Weitere führen mich mal wieder an die Randgebiete des Lebens. Direkt zum Grillsportverein, die Schottenrheinroder Schweinebäuche e.V. Glaub, das braucht noch ein bisschen. Ja. Er links, ja, ist Spare Rib Vereinsmeister. Ne? Guten Tag, die Herren. Hallo. Kann ich noch ganz kurz was dazu? Ja. Bist du verrückt geworden? Was denn das? Wieso jetzt das Gemüse? Alufolie. Und ist das? Alufolie. Ja, gut. Also Alufolie. In vielerlei Hinsicht bin ich etwas unmännlich. Ich kann keinen Dieselmotor reparieren, habe auch keine Werkstatt im Keller und war noch nie im Bordell. Alufolie. Und ich frage auch Passanten nach dem Weg, nachdem ich meine Frau an Steuer gelassen habe. Ne? Und ob jetzt die Teilnahme am Zeltlager mit dem Kindergarten-Schlumpfloch der Inbegriff der Männlichkeit ist, also ich weiß es auch jetzt nicht so wirklich. Wow, 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 die Wetter roll. Ich ras mit dir durch Gülle. Hallo. Ja. Und spätestens, wenn Günni aus Oberhörgern in viel zu enger Hose vehement die Hüfte bewegt und von argentinischer Erotik spricht, dann weiß auch ich, dass die Teilnahme am Tangokurs in der Volkshochschule Nidda ein großer Fehler sein kann. Tanz ist Lebensgefühl. Eins, zwei, komm Henning, ja, und eins, zwei, Wiegeschritt. Das war auch noch nicht alles. Ich verlieb mich auch noch, leider nicht in meine Frau, aber lesen Sie selbst. Ich finde, es lohnt sich. Machen Sie sich ruhig lustig auf meine Kosten. Gut. Ja, kann man dann. Das wäre dann so. Tschüss.